Wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, dass es im Leben so Momente der Wahrheit und der Erkenntnis gibt. Meistens ist es in der Nacht, wenn man so aufwacht und man kann sich nicht wehren gegen die Vernunft und braucht sie nicht wehren und auf einmal liegt alles vollkommen offen und klar. Man geht ins Badezimmer und schaut sich sein Gesicht im Spiegel an und auf einmal denkt man sich, das bin ich ja gar nicht, was immer einbildet, was ich bin. Aus so einem Gefühl heraus ist das nächste Lied entstanden. Es ist ein bisschen ironisch natürlich, ganz stehe ich nicht wirklich dahinter. Aber lassen wir es einmal so stehen. Es heißt, eigentlich bin ich ein Schwein. Eigentlich bist du ein Schwein, egoistisch und
dieser Welt keinen Igel überrollt. Der politisch stets korrekt jedes Unrecht gegendeckt, Minderheiten Achtung zollt. Ist der Ruf, der es ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, jetzt lass ich die Sau heraus. Es ist schön auf dieser Welt, wenn man sich nicht mehr verstellt und man erntet noch Applaus. Recht ist, ich meine, ihr müsst es natürlich nicht, weil ich hasse es eigentlich, Leute wieder ihren Willen zu irgendwas zu, nicht einmal zwingen, kann man ja nicht sagen, wie sollte ich euch zwingen, aber irgendwie dazu zu veranlassen, ihre eigene Würde zu verlieren. Aber wenn es Lust habt, dann spielen wir jetzt ein Lied, das haben wir jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, da würden wir im Refrain eure geschätzte Unterstützung sehr gutieren. Es geht dort nämlich: Wer schleicht herum? Und da müsst ihr dann singen: Wer schleicht herum? Bei Nacht und Sturm, bei Nacht und Sturm. Und den Rest machen wir dann. Also, der Uli kann das ja einqueuen sozusagen, wenn man heute auf Neudeutsch sagt. Wir spielen jetzt die Moritat von Frauenmörder Wurm. Mit Unterstützung von euch. Wann's wollt's. Wer schleicht herum bei Nacht und Sturm? Das ist der
Papier da. Sie weiß genau, das ist ein bisschen süß. Da geht's dann sie es nicht mehr nicht nach Haus. Sie lässt sich bei der Stadt beim Holzstein aus. Doch wie sie wählen geht am nächsten, muss sie entdecken zu ihrem Schritt. Da steht so eine Figur im Lampenschein und ihr fallen wieder diese Worte ein. Schritten weiter, doch plötzlich wird ihr Antlitz wieder heiter. Wenn da steht nur ein Mann mit seinem Taschen, das hat um seinen Hals ein rosa Maschau. Ach, aber doch die alte Mirahire und wird ein warmes Kuchenmesser vieren und sie sagt nur, gestatten Sie, das habt ihr ganz toll gemacht. Ja, ich meine, das hat sehr viel. Lasst mir was erzählen. Das ist ganz wichtig, um das nächste Lied wirklich verstehen zu können. Ich habe einmal, das ist schon Jahrzehnte liegt das zurück, ich war noch ein junger, fescher Mensch in den besten Jahren, da habe ich eine Freundin gehabt und immer, wenn ich die angeschaut habe, habe ich mir gedacht, die ist eigentlich viel zu gut für mich. Naja, ich habe es natürlich nicht gesagt, weil man soll ja schlafende Hunde nicht wecken. Aber eines Tages sind wir in Favoriten gesessen, bei einem Italiener, ich meine, ich bin ein Meidlinger, könnt ihr euch vorstellen, was das für ein sozialer Abstieg war, wie ich nach Favoriten gesagt habe. Genau, 10 Jahre. Und wie ich so sitze mit ihr bei 3-4 Jahren Wein, höre mich sagen zu ihr, was, du bist eigentlich viel zu gut für mich. Und in dem Moment, wo ich mir denke, hoffentlich sagt sie jetzt, geh her auf. Hat sie aber nicht. Sie hat viel mehr gesagt, also was, jetzt wo du das sagst. 2 Tage später ist sie ausgezogen mit gepackten Koffern. Hat irgendwas gelabert von, ich bin noch zu jung, um mich zu binden, was man halt so sagt, wenn man ihn verlässt, den man nicht wehtun will. Ich habe einen Monat lang mit mir selbst gekämpft, mein Selbstwertgefühl war schwer unterminiert. Und kaum war ich ein bisschen über den Berg, ruft sie an. Aber nicht, weil es mir sie wieder irgendwie vertrauen wollte, sondern sie wollte nur wissen, wie es mir geht. Das hat es mir ein paar Mal gemacht. Da haben wir schon gedacht, das ist eigentlich eine ganz schöne Grenze. Dann habe ich dieses Lied geschrieben, auf Platte herausgebracht, sie haben es im Radio gespielt und offenbar hat sie denselben Sender gehört. Ich meine, damals hat es ja nur den einen gegeben und die haben auch Österreicher gespielt damals. Also, sie muss das Lied gehört haben und schlagartig hörten die Anrufe auf. So kann man sich manchmal helfen. Wenn man ein bisschen Gitarre spielt.
Seine Kuhle und Kino. Ruf mir an, wer du was doch genau, wo ich wohne.
Ich hab viel zu oft geweint, viel zu selten gelacht. So, na gut. Ihr wisst ja, auf der Donauinsel regiert die Uhr, weil wir ja keine Kollegen schenken, die nachher spielen. Nachher kommt der Robert von Gulsern. Wir werden jetzt noch ein Lied spielen mit voller Imbrunst und dann verlassen wir euch nicht für immer, aber für heute.
Dankeschön. Schönen Abend noch. Viertel.